Hallo zusammen. Bei mir gibt es hier einen richtig leckeren gedeckten Mohnkuchen. Nicht aus reinem Eigennutz, sondern weil der hier auch gemocht wird. Und wer meinen Mohnstriezel gesehen hat mit meiner leckeren Mohnfüllung, der weiß, dass der innen drin auch richtig schön saftig wird. Ich brauche einen Kneteig und die Füllung. Ich habe für den Kneteig schon alles hier stehen. Das sind 250 Gramm weiche Butter, 2 M-Eier, 6 Esslöffel Milch, ich habe hier Mandelmilch, weil ich ja selten Milch zu Hause habe, 120 Gramm Zucker, dann brauche ich ein Päckchen Vanillezucker, ich habe hier meinen selbstgemachten, und 600 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Und für den Kneteig kommen jetzt einfach alle Zutaten in eine Schüssel und werden dann in der Maschine verknetet. Und der Teig geht jetzt bei mir erstmal in Folie und dann in den Kühlschrank. Weiter geht's mit der Füllung. Ich koche mir jetzt 1 Liter Milch auf, in meinem Fall wieder Mandelmilch. Normale Milch geht natürlich wie immer auch. Ich brauche den Abrieb von einer Zitrone, nur das Gelbe, und unbehandelt muss sie sein. Das ist für die Frische, macht Sinn und ist nicht vergleichbar mit den Tütchen, die man kaufen kann. Der Zitronenabrieb aus der Tüte, der schmeckt nicht. Zu der Zitrone reibe ich mir jetzt noch einen halben Apfel. Das macht das Ganze richtig schön saftig. Das habt ihr ja gesehen beim Strudel. In die heiße, noch nicht kochende Milch kommt jetzt 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Weichweizengrieß und der Mohn. Nach 2-3 Minuten rühren, damit nichts anbrennt, habe ich den Herd hochgestellt und jetzt hier einmal aufkochen lassen. Und jetzt geht der Topf vom Herd. Wenn das gleich abgekühlt ist, brauche ich die 2 Eigelbe. Und im Hintergrund habe ich 2-mal Eiweiß aufgeschlagen. Jetzt kommt der geriebene Apfel dazu und die Zitronenschale. So. 100 Gramm gehackte Mandeln. Das rühre ich erstmal unter. So, jetzt stand das hier nochmal 2 Minuten und jetzt rühre ich fix die 2 Eigelbe runter. Und jetzt optional einen richtigen Schuss Stroh rum. Könnte aber weglassen. Ich finde, das passt auch hier wieder richtig gut. Bevor ich das Eischnee jetzt unterhebe, nehme ich mir jetzt ein Drittel von dem Teig weg. Den brauche ich ja für oben, ist ja ein gedeckter. Und den Teig rolle ich mir jetzt hier auf ein Stück Backpapier ein bisschen vor, damit er so fast genau wie möglich in meinen Backrahmen reinpasst. Viereckig. Das sieht schon ganz gut aus. Den rolle ich mir jetzt in Backpapier ein. Und mache dasselbe mit dem anderen Stück Teig. So sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Und auch wieder einrollen im Backpapier. Boden fertig, Decke fertig und jetzt kann Eiweiß in die Masse und unterheben. Vorsichtig. Der Boden kommt jetzt hier auf mein eingefettetes Backblech. Den Backrahmen drüber. Und dann schiebe ich mir da drin alles so zurecht, wie ich es brauche. Das geht ziemlich gut, weil der Teig ziemlich geschmeidig ist. Lässt sich gut schieben. Und hier drauf verteile ich jetzt schön die Mohnmasse. So schaut das jetzt aus. Und da drauf kommt jetzt noch der Deckel. Das, was zu viel ist, kommt dahin, wo es fehlt. Ausgebessert ist ja kein Industriekuchen, ne? So. Sieht gut aus. Den Ofen hatte ich vorgeheizt, 190 Grad Ober-Unterhitze. Da geht ihr jetzt auf die mittlere Schiene rein. So für 30, 40 Minuten, bis euch der Deckel gefällt.
35 Minuten war meiner jetzt im Backofen. Sieht gut aus. Jetzt mache ich mir einen Puderzuckerguss fertig, nehme den Saft von einer halben Zitrone, die habe ich ja vorhin abgerieben, und ein bisschen Wasser. Und damit streiche ich jetzt den gedeckten Mohnkuchen ein. Und der darf jetzt mal so 2-3 Stunden auskühlen. Nach 2,5 Stunden auf der Terrasse löse ich mir jetzt diesen wunderschönen gedeckten Mohnkuchen aus dem Backrahmen. Eigentlich dürfte man das doch auch Mohntorte nennen, weil es hier mehrere Schichten hat. Ich freue mich da jetzt drauf. Macht's gern nach. Bis dahin, Thomas.